den Podcast nach der Fraktionssitzung der BVV-Fraktion Friedrichshain-Kreuzberg. Heute nach der Fraktionsklausur? Ja, heute nach knapp 7,5 Stunden Fraktionsklausur inklusive Fraktionssitzung mit erweiterter Fraktionsversammlung waren erstaunlich produktiv. Es ging ohne großen Streit ab. Streit. Ja. Ganz ohne. So, wer möchte denn jetzt in der Reihenfolge mal erzählen? Erstmal müssen wir ja noch sagen, wer ist denn anwesend, bitte? Ja, ich bin Felix. Ich bin Lena. Ich bin Uli. Ich bin Mike. Ralf. Wir hören gar nicht dazu. Ja, du bist anwesend. Herr Bürger. Birgit gehört nicht dazu. Fabio ist hier. Andreas. Und Rolf. Ja. So, wer fasst denn jetzt mal den ersten Tagesordnungspunkt? Kommunikation in der Fraktion zusammen. Ralf macht das. Ja, Ralf, du bist für die Kommunikation zuständig. Ihr seid also Schweizer. Okay, ja. Wir haben uns in Vorbereitung des neuen Sitzungsjahres Regeln für die Kommunikation erarbeitet. Hier ist im Wesentlichen zu sehen, dass wir... Ach ja, Regeln, Kommunikation ist jetzt noch nicht mal der Block, sondern ist jetzt eher so die Höflichkeit, Form, Art und Weise, wie wir untereinander kommunizieren werden. Wir haben dort festgelegt, dass im Wesentlichen die allgemeinen, sagen wir mal, Formen des Respekts an oberster Stelle zu stehen haben. Ja, und haben im weiteren Verlauf uns Kommunikationswege überlegt, wie wir mit der neuen Situation der 4+1 oder in Zukunft 14+1 Regel umgehen. Und zwar die Kommunikation mit Jess, die nächsten 6 Monate erstmal nicht an der Fraktionssitzung teilnehmen wird. Dort ist die wesentliche Regel, dass per Mail mit der Fraktion kommuniziert wird, dass wir Absprachen bezüglich der BVV-Sitzung auf einer Fraktionssitzung vor der BVV mit Jess gemeinsam machen wollen und dass über mich, den Fraktionsvorsitzenden, auch noch mit Jess kommuniziert wird, wenn es dort Bedarf gibt. Die Sachen sind erstmal von uns erarbeitet worden und sind Vorschläge an Jess, mit ihr so zu kommunizieren, und wir werden in Zukunft wir werden gucken, ob die auf Widerspruch bei Jess stoßen oder ob sie mit den Regeln, die wir so als Vorschlag erarbeitet haben, einverstanden ist. Oder ob sie eigene Vorschläge hat, die vielleicht sogar noch besser sind. Besser sind. Ja, dann nächstes Thema ist die Transparenz der Fraktion, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Betrifft alle möglichen Sachen, von Webseite über Facebook-Account, Hopping der Fraktionssitzung. Vielleicht möchte da jemand mal zusammenfassen, was die Beschlüsse waren. Mike richtet sich gerade in meine Richtung, das nehme ich ja also gerne an. Wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt einmal im Monat, dass wir in einer bezirklichen Einrichtung oder Interessenvertretung hier in Kreuzberg treffen, dass das wahrscheinlich immer die Sitzung nach der BVV-Fraktion, nach der BVV-Sitzung sein wird. Friedrichshain-Kreuzberg. Friedrichshain-Kreuzberg, ja. Okay. Die Webseite mit den Veränderungen. Oh ja. Genau, dass wir uns hier ein Beschlussbuch ausgesprochen haben, das jetzt auf die Webseite kommt, dass wir alle Beschlüsse der Fraktion dort auffindbar machen, die auch durchsuchbar sind und nicht irgendwo im PET-Universum irgendwie mal zu finden sind. Stichpunkt fliegende Fraktionssatzung. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine fortlaufende Satzung haben, die wir immer ad hoc sozusagen wenn es Regelungen gibt, die festschreiben und nicht irgendwann hinsetzen und sagen, wir machen eine Satzung, die hat jetzt für alle Ewigkeit Gültigkeit. Ich glaube,
es ist einfach so, wir haben uns nicht auf eine Satzung geeinigt, sondern haben uns geeinigt, wir werden keine Satzung verabschieden, sondern es wird eine Kategorie Beschlüsse geben, satzungsähnliche Beschlüsse. Und die Sammlung dieser Beschlüsse wird unser satzungsähnliches Fundament. Ja, ich will mal frei formulieren, wir machen eine Sammlung von guten Ideen. Und das muss es dann auch gewesen sein. Es gibt keine überfrachtete Satzung mit Beschlüssen oder mit Vorschriften, die wir nicht brauchen. Ideen werden natürlich auch beschlossen dann. Für Fälle, die eh nie eintreten. Genau. Okay, wir haben nur 7 Minuten uns als Ziel gesetzt. Ja, es gibt jetzt einen wöchentlichen Blogbeitrag. Unser Fraktionsbüro hat sich den Hut aufgesetzt und jetzt gibt es jede Woche eine Zusammenfassung der Fraktionssitzung. So, weiterer Punkt ist Erstellen von Pressemitteilungen. Vielleicht der Rolf auch mal mit einem Statement, damit jeder mal zu Wort kommt hier. Ja, wir haben einen Pressesprecher, Michael. Der wird sozusagen auch weiterhin als Pressesprecher die Mitteilung an die Presse entwerfen. Dabei mit den Piraten zusammenarbeiten, besonders eng mit denen, die im jeweiligen Ausschuss, wo es gerade um das Thema geht, damit betraut sind. Und natürlich haben auch alle anderen Piraten die Möglichkeit mitzuarbeiten, dazu gibt es jeweils ein Pad. Und genau ein Pad, wo dann immer die aktuelle Pressemitteilung im Endeffekt steht, mit einem definierten Zeitpunkt sein, bis wann also alle Ergänzungs- und Veränderungsvorschläge dort präsent sein müssen. So, und wenn es mal eine ganz aktuelle Situation gibt, also wenn es eine Situation gibt, wo es sehr kurzfristig gehandelt werden muss, dann haben wir auch die Prinzipien getroffen, dass man zumindest abspricht mit einigen und nicht sozusagen Sachen alleine. Das bleibt man nicht im Büro, ne? Nur weil du jetzt gerade den ersten Satz so formuliert hast und nicht, dass man uns böses Kino hinterrückt, die Position, wer hat unseren Pressesprecher gemacht, die stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Internetverbindung. Ja, aber das heißt, ich meine, wir kennen das überhaupt nicht. Wir haben nicht darüber debattiert, über unseren Pressesprecher. Das ist ja nach 2021. Andreas, dann haben wir nach. Tja, eine Frage. Feedback? Ja, genau, wir müssen Feedback uns gar nicht. Soll eine Quartal geben, die aktuelle Stimmung aufzurufen und regelmäßig Feedback über Dinge, die in der vergangenen Woche passiert sind. Da haben wir noch. Fabio war zu Besuch und hat uns einen interessanten Vortrag hinterbreitet. Erzähl doch mal, was du an dem Vortrag interessant fandest. Ich habe ja das auch mal durchgehört. Ja, es geht ja, die 7 Minuten sind aber schon überschritten jetzt. Ja. Du kommst nicht drum rum. Dann machen wir heute CDK, mach es kurz. Also, wir sollten nicht vergessen, wir brauchen noch 1 Minute, um zu erwähnen, dass wir eine Praktikantin uns einstellen. Ah ja, genau. Da gibt es auch einen Blogpost zu, also zumindest eine Zusammenfassung. Ja. Sag schon mal hier nochmal. Thema. Die Fraktionssitzung hier wird verbloggt. Ja, aber erst morgen. Das heißt, achso, gibt es einen Blogpost nicht, richtig, genau. Der kommt demnächst. Genau, Thema war, stellen wir eine Praktikantin ein und wenn ja, wie finanzieren wir die, wo das Geld herkommt, wissen wir. Ralf hat angeboten, einen Teil seines Aufwandsentschädigung zu spenden, die er jetzt bekommen hat, weil er alleiniger Fraktionssprecher ist. Genau, die Frage war, wie wandert das Geld an für eine Praktikantin? Nachzulesen demnächst auf unserem Fraktionsblog. Genau, ja. Bezüglich hier Innenpolitik und Konflikten im Kiez hatte ich vorgeschlagen, sich mal mit Gruppen zu treffen, die da eben Vorschläge erarbeiten, beziehungsweise die sich halt beruflich damit treffen, damit beschäftigen. Und da wurde dann halt überlegt, ob man mal zu denen hinhoppt, falls sie hier einen Raum haben, oder ob man die mal einlädt zu einer Fraktionssitzung, um sich mit denen zu treffen und dann vielleicht da mittel- oder langfristigen Konzepte zu erarbeiten, wenn man ein Pilotprojekt zu machen hier im Kiez und dann zu schauen, was daraus so entstehen kann. Okay, das war eine lange Zigarette. Ja, kommt vor, mit einem dünnen Paper gedreht, dann dauert es ein bisschen länger. Aber wir freuen uns alle, dass wir diese schöne Tradition jetzt wieder aufgegriffen haben und werden das jetzt auch regelmäßiger machen und hören uns dann nächste Woche wieder. Und wenn euch die Soundqualität zu schlecht ist, kommt einfach mal persönlich vorbei. Unsere Sitzungen sind immer öffentlich. Ja, tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss. Tschüss.